diese mobile Dokumentation, mit der wir jetzt beim SPZ unterstützen, hat sich so entwickelt, dass das Schulbiologiezentrum in Graz ein Generation Innovation Projekt eingereicht und genehmigt bekommen hat, bei dem es eben darum geht, dass Kinder selber sich mit Mobilität beschäftigen. Das heißt hauptsächlich mit Automobilen. Das heißt, die Kinder bauen selber Autos, kümmern sich um Reifen, Antriebe, Karosserie und dergleichen. Und da ist dann die Idee entstanden, dass wir unterstützen bei der Projektdokumentation. Das heißt, vor allem die Kinder selbst unterstützen, wie sie ihre eigenen Projekte dokumentieren können. Es gibt mobile Applikationen, bei denen die Kinder in speziellen Lernwerkstätten Informationen zu Autos allgemein bekommen. Also das heißt so, wie funktioniert ein Motor, wozu braucht man Karosserie, wie kann man eine Karosserie oder Auto sicherer machen. Das heißt, es gibt so in Form von Applikationen, die die Kinder dann direkt bei Lernwerkstätten einsetzen. Und im Anschluss daran, wie die Kinder dann selber an ihren Autos gebaut haben, da sind wir dann quasi mit einer Auswahl von Applikationen zur Dokumentation dann in die Klassen gefahren bzw. ins Schulbiologiezentrum. Es hat eine kurze Einschulung für die Kinder und Jugendlichen gegeben, damit sie auch wirklich wussten, wie man die Geräte bedient. Und danach haben sie eigentlich wirklich selbstständig mit den Geräten dokumentiert. Das heißt, die Dokumentation heißt, sie haben Fotos gemacht, sie haben Videos aufgenommen, kurze Sprachnotizen erstellt, kurzen Text verfasst und diesen ganzen Inhalt dann im Internet, das heißt auf Flickr, auf YouTube und mit Lernmanagementsystemen wie Moodle online gestellt, damit eben auch ihre Kolleginnen und Kollegen was davon gehabt haben. Bei dem Projekt war es für uns auch wichtig, dass man wirklich so das Zusammenspiel zwischen verschiedensten mobilen Geräten und Lernmanagementsystemen zeigt. Vor allem Systeme, die schon erhältlich sind und vor allem die kostenlos zur Verfügung stehen. Das heißt, die Dokumentation in Foto und Video, das sind Apps, die man für iPads runterladen kann, genauso wie für Android-Geräte, die kostenlos zur Verfügung stehen. Und die man auch eben ohne Probleme im Schulunterricht einsetzen kann, ohne dass für die Apps Kosten anfallen. Die Vorteile sind sicher, dass man zu Hands-on-Experimenten und Workshops irgendwie gleich zeigen kann, wie man IT und neue Medien einfließen lassen kann. Ja, also die Kinder und die Jugendlichen sind sehr geschickt im Umgang mit den Geräten. Also wir haben jetzt hauptsächlich iPads und iPods eingesetzt. Man merkt schon, dass Kinder und Jugendliche viel früher beginnen, mit solchen Geräten zu interagieren. Die haben jetzt nicht unbedingt die Applikationen gekannt, mit denen wir gearbeitet haben. Aber man merkt allgemein, dass sie keine Scheu vor der Technik haben und dass es ihnen eigentlich Spaß macht, einmal was Neues auszuprobieren. Und durchaus auch zu sehen, wie man jetzt diese mobilen Geräte, die sie aus ihrem eigenen Alltag kennen, auch für was einsetzen kann, das man in der Schule brauchen kann und auch später mal im Berufsleben oder beim Studium.